Na? Ich glaube, er hat sich gemutet. Das wäre gemein. Ich glaube, er hat sich wirklich gemutet. Naja, ich baue mir auf jeden Fall erstmal schnell ein paar Äxte zu, Spitzhacken zusammen, wollte ich sagen, nicht Äxte. Das mit dem Muten hast du gut mitgekriegt, rum. Ja? Du bist voll klug. Du hast dich gemutet. Voll Kai Luca, ja. Du Cheater. Ich wollte euch jetzt hier nicht in Benjamin Blümchen machen, ne? Nein? Nein. Oh. Das haben wir übrigens vorhin festgestellt, ich kenne den Text von dem Benjamin Blümchen Titellied viel weiter als Yui. Was irgendwie schockierend ist. Also nicht, weil ich ihn so gut kenne, sondern weil es irgendwie komisch ist, dass man den immer noch kennt. Weil Balas das so gut kennt. Ja. Ja, aber Balas kannst du auch, also gerade was solche Songtexte angeht, eigentlich immer irgendwas sagen und der fängt erst an zu singen. Ja, zum Beispiel, das sind Bibi und Tina, auch Amadeus und Sabrina. Was? Ja, das kennt der Yui gar nicht, oder was? Oh mein Gott, doch, schon, aber oh mein Gott. Ach ja. Verprügelt ihn, wenn ihr ihn seht. Nein, macht das nicht, das ist voll gemein. Doch, bitte. Du bist nur neidisch, weil er nicht so cool ist wie ich. Nein. Okay. Hier an der Decke ist Obsidian und da tropft Wasser durch. Das ist bestimmt auch irgendwo Lava in der Nähe. Könnte sein. So, ich gehe jetzt endlich mal in die Mine. Ich bin schon. Hey, er ist da. Fertig. Wo gehen wir denn mal hin? Ich habe kein Holz dabei. Ich kann mir zur Not keine Spitzhacken nachsetzen. Scheiße, ich muss hier wieder raus. Ich gehe auch mal in deine Mine da runter und guck mal, wo ich da so hinkomme. Du kannst dich gerne ein bisschen umschauen. Aber, ja, in meine Mine. Das ist eigentlich die einzige Mine, die wir wirklich erschlossen haben. Das stimmt, ja. Wir haben uns beide in irgendwelche anderen Richtungen gegraben hier. Wahrscheinlich kommt mir gleich ein Yui entgegen. Ich sehe es schon kommen. Dann züngeln wir wieder rum, wenn ihr das hört. Ja. Einen Moment, das war... Das ist Xena, die Kriegerprinzessin. ab in die Schlacht. Übrigens, das war auch eine sehr tolle Serie. Xena habe ich nie ernsthaft geguckt. Also immer nur, wenn ich da mal so dran vorbeigesappt habe. Das war dann immer sonntags, wenn man zu Hause saß, keine Schule hatte und nichts zu tun hatte und dann sich gedacht hat, Mensch, guck mal Xena. Meine Eltern sind voll scheiße, Essen ist noch nicht fertig, ne? Dauert immer. Mutti, mach endlich was zum Phrasen. Und Mutti war noch nicht fertig und dann hat man halt Fernsehen geguckt und irgendwie liefen da immer so schlechte, also es ist eine schlechte Serie meiner Meinung nach, schlechte Fantasy-Serien. Ja, kommt halt drauf an, wie du es siehst, so zeitgemäß war das vielleicht auch okay, weiß ich nicht mehr. Gut, keine Ahnung, kann ich auch nicht sagen. Nehmen wir die hier mit, so, das sollte reichen. Wir sind ja auch nicht mehr so ganz jung, also können wir denn so einen Kram auch noch. Kommt das eigentlich noch? Ich glaube nicht, oder? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube auch die Xena-Schauspielerin ist inzwischen tot. Und die von ihrer lesbischen Freundin, ich glaube, die war lesbisch, oder? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber ich behaupte das einfach mal. Weil die ist mit Xena durch die Gegend gezogen und hat Leute getötet. Ich meine, solche Frauen müssen Kampflesben sein, ganz ehrlich. Ja, stimmt schon. Oder so Macho-Viber, das kann auch sein. So weißt du, so voll die aufgepumpt, ne, diese Bodybuilder-Frauen, ne, die finde ich voll gruselig. Bodybuilder-Frauen sind also, auch richtig gruselig. Gut, okay, Bodybuilder-Frauen sind auch übertrieben, auch Bodybuilder-Kerle, finde ich, das sieht absolut hässlich aus, so diese, also bis zu einem bestimmten Grad, finde ich, kann man es sich anschauen, ist es okay. Aber irgendwann sind die einfach so aufgepumpt, ne. Ja, also aufgepumpt ist auch genau das richtige Wort dafür. Das sieht halt einfach dann... Boah, übel, ne? Also man sieht das ja manchmal so irgendwie bei Bildern im Internet oder im Fernsehen. Ich kriege dabei Kotzkrämpfe. Also bei Kerlen und bei Frauen wohlgemerkt. Das würde ich da mal zu sagen. Das und bei Frauen ist es manchmal sogar noch einen Tick schlimmer, weil man sich denkt, das ist eine Frau? Es gibt Leute, die wollen sich mit der fortpflanzen. Ja, manche... Es gibt ja so Kerle, die stehen da richtig drauf, ne? Es gibt auch Kerle, die stehen drauf, verprügelt zu werden. Zum Beispiel der Yui. Gibt's mir ja. Nein. Nein, will ich das nie. Das ist Blasphemie. Nein. Blasphemie. Ja. Fertig. Yay. Nein, also, klingt es nach Lava? Hier ist auch relativ viel Lava sogar. Finde ich sehr gruselig. Ja. Das kann Ganze. Ich nachvollziehen. Das geht mir auch so. So, wo bin ich hier eigentlich? Und vor allen Dingen sind das doch alles nur Anabolika-Opfer, oder? Also, das ist doch nicht mehr natürlich. Man kann es, soweit ich weiß, auch einigermaßen gezielt trainieren, sowas. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich bis zu diesem Maße geht. Das ist halt jetzt eine andere Frage. Das weiß ich so nicht. Aber weiß ich leider auch nicht. Es ist auf alle Fälle verdammt hart, was die Leute sich da reinpfeifen, teilweise an Zeugs. Ja. Hey, alleine schon so Eiweiß-Shakes und sowas.
Man kann sich nicht vorstellen. Ja, es gibt ja auch die Leute, die schlürfen das Zeug so. Oder was war das? Hat ein Bekannter gesagt, der, also Arbeitskollege, der jetzt auch so. Woran erkennt man, dass Leute Diät machen? Sie essen nichts mehr? Nein, sie sagen es dir. Och, seit ich jetzt so Diät mache, da geht's mir so viel besser und ich bin so ein besserer Mensch geworden. Bla 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 bla. Ne, also ganz normal. Daran erkennt man, das ist genau wie bei Mac-Nutzern. Auf alle Fälle erzählen. Ja, die erzählen es ja auch immer. Gut, guter Seitenhieb. Auf alle, ja, ist doch egal. Scheiße. Auf alle Fälle erzählen auch so, ah ja, zum Beispiel, ne, wenn du so hier Muskeln aufbauen willst und so, musst du ja viel so Eiweiß und so zu dir nehmen, ne? Zum Beispiel hier dieser Dwayne The Rock Johnson, ne, der futtert ja auch jeden Tag irgendwie 1000 Eier oder so. Der ernährt sich auch nur von Eiern, dass der so ein Muskelpaket ist. Okay. Eier, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier, der deutsche Fuß braucht mehr Eier. Okay, weiter. Ja, und wie gesagt, ne, das denke ich mir auch so, ja, schön. Ich brauch's nicht. Nee. Naja, soll mal jeder für sich selbst wissen. Also, das ist, ich will da auch gar keinem reinreden, wenn einer Bodybuilder von euch werden will. Bitte macht das. Ich finde euch dann bloß nicht mehr toll. Also, nicht toll, also nicht hübsch, will ich damit sagen. Also, nicht nein, ansehen, also ich mag euch, nein, ich weiß keine richtigen Worte dafür. Jubi kriegt Kotzkrämpfe wegen euch. Genau. Wenn ich wegen euch den Kotzkrämpfe bekomme, dann finde ich das doof. Also, nicht wegen euch, sondern wegen eurem Aussehen, ne? Genau, und, also, das ist ja. Es kommt auf die inneren Werte an, also scheiß drauf. Ne? Das ist ja nicht direkt wegen euch. Wie schon. Also ich hätte mich jetzt gerade im Kopf und Kragen reden können. Ja, ich versuche dich zu retten. Ja, ich merke schon. Eigentlich versuche ich dich in die Scheiße zu reiten. Ja, das habe ich gerade selber gemacht, das brauchst du nicht mehr. Ja, aber ein bisschen mehr Scheiße ist immer gut, ne? Ja. Weil es geht zwar scheiße, aber es geht auch immer scheißer. Das klingt realistisch. Mhm. Ja, was haben wir denn sonst noch so gemacht? Wie gesagt, ich habe viele, viele Bücher gelesen in der Zeit, in der wir nicht aufgenommen haben. Ich hatte auf einmal so viel Zeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Also so viel, naja, eben nach Feierabend, eben Ruhe und so. Und ich kann nicht lesen, also von dem her passt das schon. Ja. Nee, ich lese ja immer auf dem Weg zur Arbeit, also von dem her ist das ja nochmal eine andere Geschichte. Ne? Ja, klar. Ich lese gerade wieder eine Bücherei zum, ich glaube, zigtausendsten Mal. Das ist die Ulda-3 von Markus Heitz. Ich finde das so doof, irgendwie Bücher mehrfach zu lesen. Mag das irgendwie Och, nicht. Es ist eine ganze Ecke her, dass ich das letzte Mal gelesen habe und ich entdecke immer wieder so ein paar Szenen, wo ich mich halt überhaupt nicht mehr dran erinnert habe, wo ich mir dann aber denke, so, ja, schön, reißt es mal wieder. Ja, ja. So einige Wendungen zwischendrin und so, also das ist eigentlich schon ganz nett, finde ich. Deswegen mag ich das eigentlich auch irgendwas auch mal öfter, also mal wieder zu lesen nach einer längeren Zeit oder so. Ja gut, also jetzt da muss dann wirklich schon eine Zeit vergehen. Jetzt zu sagen, okay, ich lese jetzt das Buch gleich nacheinander 10 Mal, so, ist auch fragwürdig, aber... Ja, das ist auch wirklich doof. Was hast du so gemacht? Hast du irgendwas Tolles gemacht? Du hast Terra gesuchtet. Ich habe Terra gesuchtet, yo. Scheiß MMOs, das ist voll schlimm, ich hasse MMOs. Ich auch, deswegen spiele ich sie nicht. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Boah, ich finde, ich persönlich zumindest kann mich mit MMOs irgendwie nicht mehr anfreunden. Ich habe da keinen Spaß mehr dran. Ja doch, also wie gesagt, das finde ich gerade bei Terra, weil es halt so doch ein bisschen, ich sage jetzt mal, erfrischend anders ist. Durch dieses Action-Kampfsystem, sage ich jetzt mal, dass du halt wirklich selber zielst aktiv und so weiter. Das finde ich halt echt super, das macht mir echt Spaß. Ja gut. Daher fesselt mich das Spiel im Augenblick auch ein bisschen arg sehr. Ja, im Moment ja nicht mehr so, oder? Ach doch, also ich bin auch immer täglich fleißig dabei, meine Dailies zu machen und so. Ah, okay. Deswegen hast du vorhin so lange gebraucht. Aha, von wegen essen gehen. Nee, hab ich nichts gemacht. Ich hab einen Rechner eingeschaltet beim Nachhausekommen und hab erstmal mir Nudeln gekocht und die Reste von gestern Abend gemacht von der Bolognese-Soße. Daran erkennt man übrigens einen Gamer. Nach Hause kommen, Rechner an, Essen kochen. Ja, das ist irgendwie schon erbärmlich, ne? Also entweder läuft er bei mir schon oder ich mach ihn an. Au, 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 Lava, Hilfe, au, ich brenne, au, heiß, oh, heiß, ach, mein Hosenboden brennt. Doch, ich bin schon aus der Lava raus, passt. Alles klar. Oh, Mann. Also das ist auch tatsächlich so eine Angewohnheit von mir. Ach ja, und ich hab mir jetzt geholt, A Link Between Worlds, yay. Lange habe ich von geredet, jetzt ist es draußen, jetzt habe ich es da. Dann spiel das doch mal, du hast doch hier so ein Capture-Ding.
Das ist ein 3DS-Spiel, da bräuchte ich nochmal was komplett Extras. Achso, das ist was. Achso, ich dachte, das ist was. Was ist das Problem dran? Okay. Ansonsten hätte ich das schon gemacht, aber wie ihr es ja vielleicht schon gesehen habt, ich habe es ja schon mal geglitscht durchgespielt, aber ich werde es euch natürlich auch nochmal in voller Länge zeigen, ist A Link to the Past. Der, ja, also jetzt, wo ich es ein Stück gespielt habe, kann man sagen, inoffizielle Vorgänger von A Link Between Worlds. Also eigentlich ist es ja, spielt zwar in derselben Welt und alles, ne? Aber es liegen doch ein paar tausend Jahre angeblich dazwischen. Tausend Jahre? Und dann hast du den gleichen Protagonisten? Ja, Link und Zelda sind ja so die Charaktere, die jedes Mal wiedergeboren werden, ne? Die haben ja keinen, die kommen ja niemals zur Ruhe, die werden ja immer wiedergeboren. Okay. Also, ich bin ein Zelda-Noob, muss ich dazu sagen. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ach, nehme ich die Kiste auch noch mit. So, nee, auf alle Fälle, ja, die werden ja eigentlich immer und immer wiedergeboren. Also, die sterben ja einfach nicht. Okay. Beziehungsweise, die sterben schon irgendwann und werden deswegen ja wiedergeboren. Ja, okay, ergibt Sinn. Und ja, das ist ja eigentlich, es gibt ja diese verschiedenen Zelda-Timelines, alles in allem ist die Grundstory ja die, dass immer wieder irgendwo die Kacke am Dampfen ist. Jo, verstehe. Und natürlich musst du als Held von Hyrule, beziehungsweise als Link, was ja der Held von Hyrule ist irgendwie, immer wieder die Welt retten und aus der Scheiße ziehen. Standard halt, ne? Irgendeiner muss ja den Kopf hinhalten. Irgendeiner muss den Dreck ja machen, genau. Und wenn es Mutti nicht macht, ne, dann müssen wir das halt machen. Ja. So. Und ja. Also zu diesen Zelda-Timelines ist es ja auch, es gibt ja auch 100.000 verschiedene Geschichten. Es gibt ja auch so diese Theorie, dass man in, was ist das, Majora's Mask, dass Link da eigentlich tot ist oder so. Und das ist praktisch mehr oder weniger so ein, ja. Ja, inwiefern, also dass es halt in so ein bisschen so ein Nachtoderlebnis ist. Okay. Strange. Lässt sich schlecht erklären, würde ich jetzt mal behaupten. Und wer genau blickt da durch? Niemand. Gut. Selbst Nintendo nicht, glaube ich. Alles klar. Und die machen das ja. Also es ist, ja, hallo, seien wir mal ehrlich, das Spiel ist von Japanern, also was erwartest du? Ja gut, ich meine, Terry Pratchett blickt ja auch nicht durch seine eigenen Charaktere durch und wie die miteinander verknüpft sind und so. Also von dem her ist das schon okay. Es gibt bei Terry Pratchett beispielsweise mal irgendwie so einen Mega-Fanboy, der die ganzen Charaktere mal so in so einer Timeline miteinander verknüpft hat und sowas alles. Und Terry Pratchett hat das gesehen und sagte, aha, so ist es also. Fand ich ja irgendwie ganz cool. Aber es ist halt auch so der Standard, ne? So, irgendwann, wenn du so ein gigantisches Universum hast, dann blickst du da auch irgendwie nicht mehr komplett selber durch. Seien wir mal ehrlich. Kann ich auch. Gerade wie viele Zelda-Spiele gibt es? Das sind ja auch inzwischen schon eine ganze Menge. 100 Millionen, 1000 viele. Die kosten alle 1000 Mark. 3 Stück gibt's eigentlich nur. 3 Stück? Echt? Weiß ich nicht, nö, überhaupt nicht. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es stimmt auch hundertprozentig nicht, weil, ja, du hast ja, Mathe, du hast das Original Zelda. Wer ist? What? Was zur Hölle? Was ist hier los? Yuvi? Du solltest den Server mal kurz abschießen. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. So, willkommen zurück. Wird aneinander geschnitten. Da haben wir den Stinkstiefel mal eben geblacklistet. Rausgebrannt. Irgendwie gab es da einen kleinen Sicherheitsfehler bei uns auf dem Server. Wie wir gerade festgestellt haben. Ist aber behoben. Jetzt kann kein verrückter Fanboy uns mehr stalken. Genau, unsere ganzen Fanboys, weil wir davon so zig Milliarden haben. Ja, gefühlte zig Milliarden. Also gar keinen. Hey, es war bestimmt Mutti. Die Mutti, die Brennstiefel heißt? Haha. Hallo. Der Stiefelabdruck brennt sich in den Hintern ein, wenn sie dich getreten hat. Die wollte dir gerade schreiben, dass du ins Bett gehen sollst. Junge, geh ins Bett. Morgen gehen wir einkaufen. Was sogar stimmt. Ich geh morgen mit Mutti einkaufen. Das ist total geil. Ich sag euch, es ist super geil, wenn ihr mit Mutti einkaufen geht und Mutti alles zahlt an Klamotten, was ihr kauft. Awesome. Lädt mich deine Mutti auch mal zum Shoppen ein? Ja, es geht eher um meinen Urlaub nächstes Jahr. Ach so. Für den wir einkaufen. Oh Mann. Da gibt's ein bisschen was zum Anziehen. So.
Also so ein paar passende Hosen, ein paar praktisch gedachte Hosen, ne? Weil wenn du in die Wüste fährst, brauchst du keine dicken Jeanshosen. Welche, die schnell aufgehen, die man sich so runterreißen kann, so rutsch. Nee, so eher so ein bisschen was Luftigeres, sag mal, ne? So Zip-Hosen praktisch, sag ich mal. Ja, weiß ich schon, was du meinst.